lasst ihn doch in Ruhe. Buaya, hast du nicht schon mal daran gedacht, von irgendwem adoptiert zu werden und dann woanders zu leben? Nein. Also, wer mich adoptieren will, der müsste echt komisch drauf sein. Den nehmen wir. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mich jemand zu etwas zwingt, auf das ich keine Lust habe. Lass mich ein paar Sachen klarstellen. Mein Name ist Bella Jaga. Ich bin eine Hexe. Wie toll! Ich bin bereit, als deine Assistentin zu arbeiten. Und du bringst mir im Gegenzug das Hexen bei. Also gut, dann ist das geklärt. Zauber, um eine Hundeschau zu gewinnen. Für mich sind die alle nicht wirklich nützlich. Der Zauber, der dich am meisten interessieren dürfte, befindet sich auf den letzten Seiten. Du kannst ja sprechen! Für gewöhnlich ziehe ich das Schweigen vor. Ach übrigens, in diesem Haus gibt es eine Regel. Ganz gleich, was passiert. Du darfst niemals etwas tun, womit du Mandrakus störst, klar? Nicht so frech. Don't stab me, willst du mich stören? Die Lücke, die eine Hexe hinterlässt, kann nur eine neue Hexe füllen. Du bringst mir doch jetzt das Hexen bei, oder? Zeit für die erste Stunde?